So, Leute, oh mein Gott, ich bin so stolz, ich bin so stolz, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, Jan trainiert erst seit 2 Monaten, hat einfach den besten Trainer gehabt, Tiran, der ihn so gut vorbereitet hat, Leute, die Sommerhausausstrahlung, das alles war so viel Stress, was auf uns eingeprasselt ist als Paar, wir haben oft gestritten, alles, und trotzdem hat er heute bewiesen, wie krass er ist und hat den Sieg durch K.O. einfach nach Hause geholt. Ich bin sowas von stolz, Leute, ich habe keine Worte, ihr habt mich, glaube ich, von jeder Ecke schreien hören, wie die Wahnsinnige. Ja, ich wollte natürlich die ganzen Buhrufe von irgendwelchen Leuten da übertönen. Und schlussendlich hat ihm das, glaube ich, auch nochmal geholfen. Ich bin so happy. Danke für eure zahlreichen Nachrichten für den heutigen Abend. Ich habe so viele von euch getroffen. Ich melde mich morgen bei euch. Ja, ich glaube, ich war auch mehr Thema als einige Kämpfer da tatsächlich. Wurde ja auch ein paar Mal erwähnt. War sehr, sehr witzig. War sehr amüsant, muss ich echt sagen. Ja, ohne mich ist halt eine Show keine Show. Und langweilig. Deswegen muss man mich ja anscheinend so oft erwähnen. Aber nochmal ein fettes, fettes Dankeschön an die Leute, die wir auch persönlich heute kennengelernt haben, die wirklich gejubelt haben, Jan supportet haben, trotz irgendwie Buhrufen. Wir haben mit so vielen von euch geredet, dass sie dumm angemacht worden tatsächlich sogar sind, weil sie Jan irgendwie bejubelt haben, bestärkt haben. Allein das zeigt nochmal, wie krank das ist. Auch mit das ist ja das Gleiche einfach mit, wenn man kommentiert, positiv, die werden ja auch beleidigt und dann sieht man das auch nochmal im Real Life. Einfach nur peinlich und ihr seid wirklich krass, ihr seid wirklich eine krasse Community. Ich bin sehr stolz, euch zu haben, weil ihr einfach euer Ding durchzieht, genauso wie ich, egal wie viele Leute da wohnen und ja, meine Sprüche und der hier war natürlich an die ganzen Leute, die gebuht haben. Das ist eine sportliche Veranstaltung und ich glaube, das war mehr als peinlich. Naja, wir haben uns jetzt was von Meckes gegönnt und haben jetzt erstmal gleich Sex. Die ganzen Reality-Stars, die da waren. Ihr werdet eine Valentina Doronina. Und die Leute, die an der Seite sind, an meiner Seite sind, niemals fallen sehen. Und Jan werdet ihr auch niemals fallen sehen. Tja, hättet ihr euch diese ganzen Buhrufe auch ersparen können, hättet ihr mehr Luft in der Lunge. Und hättet ihr uns nicht rausgeekelt, hätten wir das Sommerhaus auch gewonnen. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Weil wir gewinnen alles als Paar.